Es war einmal ein armes, frommes Mädchen. Es lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald und begegnete ihm da eine alte Frau. Die wusste seinen Jammer schon und schenkte ihm ein Töpfchen. Zu dem sollte es sagen, Töpfchen koche. So kochte es guten, süßen Hirsenbrei, und wenn es sagte, Töpfchen steh, so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei, so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter, Töpfchen, koche. Da kocht es und sie isst sich satt, und nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht. Also kocht es fort und der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht immer zu, die Küche und das ganze Haus voll. Und das zweite Haus und dann die Straße, als wollt's die ganze Welt satt machen. Und ist die größte Not und kein Mensch weiß, sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, kommt das Mädchen heim und spricht nur, Töpfchen steh. Da steht es und hört auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen.